So, da sind wir wieder. Zu einer weiteren Folge Factorio. Und ich habe ein bisschen ein paar andere Spiele gespielt und seitdem verdrücke ich mich andauernd. Mann. Privat spiele ich ja gerade. Also, was heißt gerade? Habe ich ein bisschen Ark angezockt gehabt. Ja. Seitdem bin ich irgendwie raus aus der Steuerung. Richtig rum, richtig rum. Drehen wir einmal ganz kurz das Fließband um. Und warte mal, dass die Munition ganz kurz hier oben ankommt. Ja, und dann wird es Zeit, den Außenposten von da unten mal hier hochzuholen. Die kleinen Flecken immer noch mal überprüfen. Sonst kommen sie nachher von ganz hinterhältig angesneakt und du guckst dann ganz bitterbart. Okay, gut, jetzt habe ich ein paar Mauern weggeschmissen. Nein, nicht da rein. Wollten raus. Nein, ich schon wieder. Ich glaube, ich werde das nie lernen. Naja, zum Glück werden sie gleich langsamer. Hier wird nicht von der Arbeit abgehauen. Oh Mann, so. Gut, dass wir das geklärt haben. Oh, es hat genau ins Inventar gepasst. Ich bin ja begeistert.
Tja, so lange wird die Munition hier wahrscheinlich nicht reichen. Gerade wenn ich da oben meine Blaupause hinsetze. Kommt nur. Finde ich jetzt auch unfair. So, dann wollen wir mal unsere kleinen Freund mal setzen. Natürlich erkennt er wieder das gute kleine Fabrikgebäude nicht. Jetzt brauchen wir nur ein bisschen Strom. So. Alles voll sammeln lassen. Dann wollen wir mal wieder den alten Aufbau wiederherstellen. Oh, diesmal habe ich es ungünstig gesetzt. Ich merke es schon. Richtig losgehen. Ich unterstütze mal derweil hier.
Das gibt es doch nicht. Krieg ich die von hier? Ist mir gerade die normale Munition ausgegangen. Gott. Ja, da haben wir. Laufen wir auf Reserve. Das muss aber leider reichen. Dann brauchen wir bald wieder noch eine kleine Mauer. Hier ist noch Eisenerz. Das gefällt sehr. Wollen wir mal ein bisschen die Karte aufdecken? Uiui. Wir werden hier so eine Mauer ziehen, würde ich mal behaupten. Die hängen sich da echt an diesen komischen... An diesen komischen Klippen hängen die sich echt auf. Schön weg damit. Dann nur noch einmal über die Reste rüberfischen.
Ich muss immer mal zwischendurch auf die Munition gucken. Sonst kann das ganz böse in das Auge gehen. So. Wann kommen denn die nächsten? Ich weiß, das sind sehr, sehr viele Radare und es würden sehr viel weniger würden das auch tun. Aber ich will noch ein bisschen aufdecken und will da nicht 100 Jahre warten für. Die keine Lust oder was ist los? Das ist ein angeknabbertes Feld, toll. Hab ich eigentlich. Ich glaube, ihr wisst, was ich vorhab. Oh oh. Na, könnt ihr nicht. Sehr gut. Lauf ganz weit weg. Oi. Bin sehr für Bewässerungsgräben. Danke für die Mithilfe, sage ich da bloß. Gut, aber wenn ich so auf die Zeit gucke,
sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Wo wir uns um den letzten Teil hier der Mauer kümmern. Also sprich hier so. Wahrscheinlich einmal die Base hierhin umziehen und dann versuchen hier nochmal ein bisschen frei zu pumpen. Also ich hätte gerne diese 129 Millionen Eisenerz sehr gerne. Ich werde hier versuchen, nochmal alle wegzukriegen. Und dann mich hier so einzumauern. Dann haben wir erstmal unseren Eisenfort gesichert und dann heißt es nur noch, die ganzen Felder anschließen. Und dann werden wir wahrscheinlich ordentlich mit der Zuglogistik zu kämpfen haben. Aber da freue ich mich schon drauf. Also dann, bis zum nächsten Mal.